Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute machen wir mit dem Thema Literatur weiter. Schau dir die Titelbilder an. Was haben diese Bücher gemeinsam? Um welches Thema geht es? Stopp das Video und vermute. Na, was ist das Thema unseres Videos heute? Sicher ist dir aufgefallen, all diese Bücher haben belarussische Autoren und Autorinnen geschrieben. Also, willkommen im Bücherland Belarus. Hier lernst du Textinformationen zusammenfassen, Sachtexte hören und verstehen, über deine Lieblingsthemen in Literatur sprechen, über belarussische Literatur erzählen und deine Meinung äußern und begründen. Schau dir die Titelbilder wieder an. Welches Buch interessiert dich besonders? Stopp das Video und begründe deine Antwort. Welche Themen interessieren dich ganz besonders? Stopp das Video und mache die Aufgabe. Du weißt schon viel über die belarussische Literatur. Da bin ich mir fast sicher. Stopp das Video und systematisiere dein Wissen in einem Assoziogramm. Im folgenden Hörtext bekommst du Auskunft über die Entwicklung der belarussischen Literatur. Höre nun den Text und vergleiche die Informationen mit deinen Ergebnissen im Assoziogramm. Belarussische Literatur gestern und heute. Die belarussische Literatur hat sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt. Eine große Rolle in der Entwicklung der belarussischen Literatur spielte Franziszek Baguszewicz, 1840 bis 1900. Sein ganzes Leben hindurch schrieb er belarussisch mit lateinischen Buchstaben, so dass orthografisch eine Ähnlichkeit mit dem Polnischen entstand. Seine Gedichtbände Dudka Belaruskaja, Belarussische Schalmei, 1891, und Smuk Belaruski, Belarussischer Fiedelbogen, 1894. Der Held seiner Gedichte ist ein armer Bauer, der sich auf der Suche nach Wahrheit befindet. Weiter handelt es sich um die Zeit, in der die drei Klassiker der belarussischen Literatur, Janka Kupala, Jakub Kolas und Maxim Bogdanowitsch, wirkten. Ihre Werke sind mit der Nationalidee durchdrungen. Das Thema des großen Vaterländischen Krieges blieb für das Schaffen von Wassil Bukow, Ales Adamowitsch und anderer Autoren bestimmt. Wladimir Karatkewitsch ist der Vertreter des belarussischen historischen Genres. Der Roman Kolosy Patserpomtwoim, Ehren unter deiner Sichel, ist reich an lyrischen Passagen und historischen Beschreibungen. Seine Detektivgeschichte Zikaja Achota Karolja Stacha, Wilde Jagd des Königs Stach, ist ins Deutsche übersetzt. Die belarussische Literatur behandelt auch Probleme des belarussischen Dorfes. Zum Beispiel Ivan Melisch, Paleska Kronika, Die Chronik von Palesia. Zwischen 1950 und 1970 kamen in die belarussische Poesie viele schöpferische Schriftsteller und Dichter, Vertreter der sogenannten philologischen Generation. Rigor Baradulin, Gennadi Burawkin, Nil Gilewitsch und viele andere. Nach 1986 wird für die belarussische Literatur die Tschernobyl-Problematik aktuell.
Zum Beispiel die Erzählung von Iwan Chamjakin, Zlaya Zvezda, Böser Stern. Das Buch von der Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich, Tschernobyla, 2015. Die Poesie von Gennadi Burawkin und anderer. Die belarussische Literatur reagiert auf politische, wirtschaftliche und soziale Probleme sowohl im eigenen Land als auch in der Welt. In welcher Reihenfolge hörst du die Sätze im Text? Höre den Text noch einmal, stopp das Video und mache die Aufgabe. Belarussische Literatur gestern und heute. Die belarussische Literatur hat sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt. Eine große Rolle in der Entwicklung der belarussischen Literatur spielte Franziszek Baguschewitsch, 1840 bis 1900. Sein ganzes Leben hindurch schrieb er belarussisch mit lateinischen Buchstaben, so dass orthografisch eine Ähnlichkeit mit dem Polnischen entstand. Seine Gedichtbände Dudka Belaruskaya, Belarussische Schalmei, 1891 und Smuk Belaruski, Belarussischer Fiedelbogen, 1894. Der Held seiner Gedichte ist ein armer Bauer, der sich auf der Suche nach Wahrheit befindet. Weiter handelt es sich um die Zeit, in der die drei Klassiker der belarussischen Literatur, Janka Kupala, Jakub Kolas und Maxim Bogdanowitsch, wirkten. Ihre Werke sind mit der Nationalidee durchdrungen. Das Thema des großen Vaterländischen Krieges blieb für das Schaffen von Wassil Bykow, Ales Adamowitsch und andere Autoren bestimmt. Wladimir Karatkewitsch ist der Vertreter des belarussischen historischen Genres. Der Roman Kalasy Patserpomtwaim, Ehren unter deiner Sichel, ist reich an lyrischen Passagen und historischen Beschreibungen. Seine Detektivgeschichte Zikaya Achota Karolja Stacha, Wilde Jagd des Königs Stach, ist ins Deutsche übersetzt. Die belarussische Literatur behandelt auch Probleme des belarussischen Dorfes. Zum Beispiel Iwan Melisch, Paleska Kronika, Die Chronik von Palesia. Zwischen 1950 und 1970 kamen in die belarussische Poesie viele schöpferische Schriftsteller und Dichter, Vertreter der sogenannten philologischen Generation. Rigor Baradulin, Gennadi Burawkin, Nil Gilewitsch und viele andere. Nach 1986 wird für die belarussische Literatur die Tschernobyl-Problematik aktuell. Zum Beispiel die Erzählung von Iwan Chamjakin, Zlaya Zvezda, Böser Stern. Das Buch von der Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich, Tschernobyla, 2015. Die Poesie von Gennadi Burawkin und anderer. Die belarussische Literatur reagiert auf politische, wirtschaftliche und soziale Probleme sowohl im eigenen Land als auch in der Welt. Jetzt einmal kurz prüfen. Lies jetzt diesen Text. Übertrage zuerst das Raster in dein Heft und fasse die Textinformationen zusammen. Welche Themen der belarussischen Literatur interessieren dich besonders? Was liest du aber nicht so gern? Stopp das Video, nimm das Raster im Heft zu Hilfe und sprich darüber. Nimm jetzt das Raster im Heft zu Hilfe
und erzähle über die Entwicklung der belarussischen Literatur. Wenn du deinen deutschen Freunden über belarussische Literatur erzählen möchtest, über welchen Schriftsteller und über welche Bücher erzählst du vor allem und warum? Welche Information fiel dir in diesem Text? Was möchtest du noch erfahren? Stopp das Video und sprich darüber. So, das war's für heute. Danke fürs Videoschauen und deine Mitarbeit. Mehr zu Büchern im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!